Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge auf der YouTube-Insel. Und meine Freunde, ihr wundert euch wahrscheinlich, wo wir gerade sind. Und wir sind gerade, sag ich ehrlich, bei unserer Geheimbase. Also, ja Freunde, ihr seht, wir haben uns komplett versteckt. Zum Glück sind auch die Codes hier aus. Auf jeden Fall, Freunde, das ist hier unsere Geheimbase. Und wir spielen auch aktuell auf der Tastatur. Ihr seht das so geil, Freunde. Also, ich weiß jetzt schon mit der Tastatur. Und Freunde, 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 ich sage euch ehrlich, das ist ja auch unser Loot aktuell. Wir werden heute die Base weiterbauen und ich habe extra sogar die Codes nicht an. Die waren ja auch letzte Folge nicht an. Deswegen dachte ich mir, komm, wenn die schon nicht an sind, können wir ja die Base zeigen, was wir bis jetzt gebaut haben. Nämlich hier ist direkt so ein kleiner Tränkeraum hier. Sag, hier ist natürlich noch nichts drin. Wird natürlich alles noch kommen. Hier auch gar nichts. Hier so eine Crafting Table. Dann haben wir hier so einen Verzauberungstisch. Oder wie man das so nennt, so irgendeine Sache zum Verzaubern. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ich sage euch, das Highlight kommt erst noch. Falls jemand die Base finden sollte, Freunde, Digga, dann wirklich komplette Props gehen raus. Und ich würde dem auch gönnen, sage ich euch, weil die Base so schwierig zu finden, Bro. Das ist echt geisteskrank, was ich hier gebaut habe. Auf jeden Fall, hier kann man dann so eine Tür öffnen. Und dann, wenn man so hier bisschen zurückläuft. So, ich bin ein bisschen komplett ein Noobchen auf der Tastatur, muss man sagen. Aber ich mache das einfach mal so, zack. Wenn man hier so läuft, sieht man dann so ein bisschen Knopf. Ich habe extra so ein bisschen versteckt. An sich könnte man das vielleicht gar nicht merken. Ich zeige euch einfach mal, wenn man den so aufmacht, geht hier eine geheime Dings hier auf. Und hier wird dann das Highlight sein. Also hier ist wirklich die richtige Base dann. Und ich bin mir auch sicher, dass keiner das finden wird. Deswegen müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Zack. Könnt ihr erstmal schön weiterbauen. Hier wird aber dann unsere richtige Base sein. Und ich sage euch, es wird schon sehr, sehr krass sein. Und unsere Pickaxe hier ist schon wieder weg. Da müssen wir uns gleich eine neue craften. Ja, auf jeden Fall. So. Ich nehme das mal mit. So. Okay, gehen wir mal hier oben. Ich würde das am besten auch jetzt erstmal zumachen. Weil ich einfach keinen Bock habe. Ups, hab's mir gedroppt. Also ihr seht, ich bin wirklich ein bisschen Noob auf der Tastatur. Weil ich es erstmal, also wirklich komplett Anfänger bin. Aber das können wir auch merken. So, ich mache erstmal schön zu. Und jetzt muss ich ein paar Sachen craften, würde ich sagen. Hier legen wir erstmal. Boah, was hat das denn bitte schön? So macht zack, zack, zack. So, da habe ich ein bisschen Platz im Mittag geschaffen. Hier kann man das Eisen auch mal weglassen, würde ich sagen. Das Redstone auch. Jetzt habe ich viel mehr Platz und das ist auch viel besser. So, können wir erstmal hier schon was craften. Ich würde mal sagen, wir holen uns ein paar Sticks. Mach aus den Sticks jetzt schön. Zack, das machen wir weg. Nehmen wir das Eisen und craften uns hier schöne Eisenpickaxe, würde ich sagen. Und zack. So, da ist die gewollte Eisendings hier. So, sehr, sehr nice. Okay, Freunde, soll ich mache euch das mal wieder hier. Ey, ich sag euch, ich finde die Base so geil. Auch wie die hier wirklich so versteckt ist, Digga. Ich sag euch ehrlich, wenn niemand die findet, ey, dann wirklich GGs mit der Base, weil ich habe mir so viel Mühe noch gegeben. Aber ich sag euch ehrlich, dann würde ich die sogar weitermachen. Ich würde nicht aufgeben hier mit der Base. Ich würde dann schon weitermachen, ich würde die einfach öffentlich lassen. Weil, wenn man die auch öffentlich lässt, ist ja auch nicht schlimm oder so für mich. Aber erstmal wird sie ge geheim bleiben. Das ist ganz wichtig. So, jetzt bauen wir hier, zack, hier alles schön zu, würde ich sagen. So. Bam, 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 so. Zack.
Zack. Okay. Sieht wieder clean aus. Ich will nur sagen, Freunde. Also, das ist hier die Main Base. Von der Größe her würde ich die sogar so lassen. Ich habe überlegt, ich werde hier mehrere Räume machen. Hier werde ich so ein Zimmer machen. Hier würde ich dann so ein Zimmer machen. Und hier kommt dann so eine Farm oder so. Wird auf jeden Fall sehr fresh aussehen. Aber wir müssen auch hier ein bisschen oben natürlich arbeiten. Das heißt nicht, weil hier unten unsere Main Base sein wird, dass hier oben nichts arbeiten. Das ist kompletter Quatsch. Wir müssen natürlich auch arbeiten. So. Erstmal schön zumachen. Das Ding auch. Gut, Freunde. Ich würde sagen, hier haben wir auch noch eine Wasserquelle. Könnte schon theoretisch Tränke machen, aber ich habe halt keine Sachen. Also, ich habe keine richtigen. Wie heißt das schon wieder? Gläser und so. Das müsste ich farmen, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, ein Cut-Video oder so zu machen. Deswegen lasse ich es einmal. Und da arbeite ich hier unten an der Base. Und das ist übrigens die verzauberte Rüstung, die wir bis jetzt haben. Hier mit den Hosen auch natürlich. Sehr, sehr krass. Ich würde sagen, wir ziehen die einfach mal an, Freunde. Wann trägt ich überhaupt hier noch Eisen? Wenn ich schon eine Mending Full Dia Sache haben, dann die ja schön anziehen soll. Sehe ich auch viel fresher aus, würde ich sagen. Ich soll halt Tools und so machen, weil, sag ich ehrlich, ich sehe schon fresh aus. Aber natürlich brauchen wir auch hier gute, nice Sachen. Genau, nicht hier mit Dings rumlaufen, mit ja, Eisenschwert und so. Wenn natürlich hier Full Dia haben. So, okay, die Rüstung sieht schon mal fresh aus. Aber, Freunde, so, ihr könnt natürlich auch mitentscheiden, was sie dann hier so bauen werden. Wird schon sehr krass. Ja, hier ist dann so die Tür, ich will die nicht jetzt aufmachen, weil sonst, das wäre ein bisschen zu viel Tipps. Vielleicht die anderen Posts könnt ihr sogar merken, wo das Ganze hier unter Basis ist. Wegen den ganzen Blöcken, aber mehr sage ich nicht. Gut, Freunde, ich muss mal schauen, was ich hier kriegen würde an der ganzen Tools hier. Boah, Schärfe 4 auf das Schwert. Ich glaube, den Eisenschwert wäre schon krank. Hier vielleicht Glück 3 oder so. Ach, schade. Okay. Ist egal, Freunde. Ich würde sagen, wir werden die ersten Räume erstmal machen. Und wir müssen jetzt natürlich wieder hier runter gehen. So, also bis jetzt ist das so meine Base. Ich hoffe, die gefällt euch. Wir können ja mehrere Videos darüber machen, wie wir die weiterhin bauen und so. Ihr könnt dann mitentscheiden, was ich hier bauen soll auf der Base hier. Wäre schon sehr nice. So, wir gehen jetzt hier schön und bauen hier alles ab. So. Ich würde sagen, 1 nimmst hier als 10. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ungefähr hier. So, okay, wie viel sind das? Okay, genau 4. Dann müssen wir hier so einen kleinen Raum machen. Okay, da ist schon sogar ein bisschen Platz. Das ist schon mal sehr nice. So, hier können wir eh die Fackel platzieren. Zack. Zack, so. Okay, Freunde. So, hier wird dann dieser Raum kommen. Bauen wir schön ab. Hopp. Das muss natürlich auch vergrößert werden. Gar keine Frage, Freunde. Hier kommen dann später auch die ganzen Farms und so, würde ich sagen. Oder hier wird sogar das Lagersystem, würde ich sagen. So. Ein schönes Truhensystem. Also ein schönes Truhenlager. Würde ich schon füllen hier bei der Main Base. Weil oben haben wir ja nur so kleine Truhen, die wir wahrscheinlich für Dings brauchen. Für Tränke und so. Das ist nicht so nice. Da würde ich schon lieber ein bisschen bessere Dings haben. Okay, schauen wir jetzt schon. So. 1, 2, 3, 4. Dann müssen wir hier noch 2 machen. Okay, super. Okay, das wird hier so ein bisschen ein größerer Raum. So, ich wollte nicht so einen riesigen Raum haben. 1, 2, 3. Hier noch einen. Dann würde das so ausreichen. Super, Freunde. Könnt ihr auch gerne Tipps schreiben, ob wir hier in der Base vielleicht auch so einen kleinen, ja, so einen Kopf oder so machen sollten, weil ich habe echt sehr, sehr krasse Pläne hier, wie ich das Ganze machen werde. Ich muss echt ein bisschen auf der Tastatur üben. Auf jeden Fall, nächstes Mal werden wir viel, viel besser auf der Tastatur. Das kann ich euch versprechen, Freunde. Ich werde schon ein bisschen auf der Tastatur schon üben. Ich bin erstmal so ein Anfänger. Deswegen nehmt ihr das so übel. So. Aber ja, Freunde, kann ja nichts machen, wenn man so ein Anfänger ist. Und bald hol ich mir sogar einen richtigen Profi-Mikrofon. Dann hört man mich viel, viel besser. Wobei auf der PS hört man mich eigentlich auch nicht schlecht. Also auf dem Mikrofon. So.
würde sagen, Freunde, dass ich hier schön platzieren soll. Ein paar Fackeln, nicht, dass hier ein paar Mobs spawnen. Da hätte ich gar keinen Bock jetzt. So, einfach so ein bisschen random ein paar Fackeln platzieren. So, okay. Dann würde ich sagen, von der Größe wird das schon ausreichen. Ja, komm, ich lasse das einfach so. Kein Bock. Okay, dann haben wir erstmal hier den ersten Raum. Wir werden das viel schöner natürlich machen. Gar keine Frage. Dann gehe ich hier wieder. Eins, zwei, drei. Dann muss ich hier die Mitte sein. Perfekt. Da gehe ich hier mal rein. Der hier ist direkt so eine riesige Höhle. Das ist mal sehr, sehr nice. Das ist fresh. Und hier wollte ich dann auch so einen kleinen Raum machen. Okay, wir müssen 10. 1, 2, 3, 4. Bau mal ab. Ja, super. Okay, perfekt sogar. Die Base scheint wirklich komplett symmetrisch und so zu sein. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Weil ich finde, zu einer Base muss es symmetrisch gehören, sonst sieht ja einfach von Optik her nicht fresh aus. Kann man sagen, was man will. Ob man das hasst oder nicht, kann man sagen, was man will. Ist einfach so. Okay, ist wieder diese riesige Höhle. Aber, Freunde, das ist nicht mal so schlecht, weil wir dann die immer so benutzen können. Ich muss gleich mein Inventar hier auslernen. Das ist wirklich nicht mehr normal, wie viele Sachen wir hier schon mittlerweile haben. Okay, wir gehen mal hier unser Inventar auslernen. Na gut, Freunde, sage ich ehrlich, bis jetzt sehr erfolgreich. Wir sind nicht alles am schön aushöhlen und so. Ich hoffe, euch gefallen auch solche bisschen paar Bauvideos. So, es muss ja nicht immer Action sein. Jetzt war es kommt Action mit Acrymics und so. Und was meint ihr, Freunde, sollten wir wieder mal zu Acrymics gehen und mit ihm mal ein bisschen reden oder so und vielleicht Kontakt aufzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob er auf dem Server ist. Auf jeden Fall bin ich gerade alleine. Ich habe auch so geschaut, dass ich alleine bin und ich nehme einfach um 22 Uhr auf. Checkt ihr das? Also wirklich. Ich bin wirklich komplett geisteskrank irgendwie letzter Zeit geworden, Digga. Also wenn bitte schon um 11 Uhr oder so auf, Digga. Das ist echt nicht mehr normal mit mir. Ich dachte mal. Ja, diese Goldbarren muss ich hier auf jeden Fall schön über meinen Inventar behalten. Dafür machen wir unten ein Lagersystem. So ein bisschen Lager. Tun Lager mal nicht, sorry. Okay, wir lassen es jetzt einfach mal so. Ich glaube, das reicht schon. Wir gehen jetzt direkt weiter, macht Freunde. Ihr müsst hier richtig hart ackern. Zack, zack. Okay. Bis jetzt sieht schon sehr, sehr nice aus. Geht jetzt auch clean aus. Aber wir müssen hier ein bisschen die Höhle verkürzen, weil es kann nicht so riesig sein. Also wir werden safe nicht die ganze Höhle verbrauchen, um unsere Base zu bauen. Wobei eigentlich wäre das schon richtig geil. Da könnte ich schon sehr, sehr krass Sachen aufbauen. Okay, Freunde, aber erstmal müssen wir uns hier fokussieren. So, 1, 2, 3. Okay, hier müssen wir dann auch so eins machen. Machen wir, Freunde, natürlich. Zack. Das muss auch ein bisschen länger sein. Das darf nicht so klein sein. Machen wir dann direkt weiter. Zack, zack. Hier alles schön abbauen. Okay, Freunde, so. Aber hier das Dach, hier muss auch ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen, hier, das muss hier schon ein bisschen, ja, groß sein. Das heißt groß, es muss einfach hier, dass hier das drei Blöcke hoch ist. Weil ich hasse so zwei Blöcke hohe Basen oder Bases. Keine Ahnung, wie man das Ganze nennt. Aber auf jeden Fall ist das sehr, sehr triggerhaft, kann das auch sein. So. Okay, Freunde. Wir gehen wieder oben und das nehmen wir da voll, nee, gar nicht eigentlich. Super. Und das Ding ist, wir haben noch 55 Dias. Was meint ihr, Freunde, was sollten wir damit tun? Sollen wir mit anderen YouTubern handeln, die auch gerade hier um Rüstung und so kämpfen? Wir haben auf jeden Fall schon mal eine gute Rüstung für den Anfang. So Full Mending und die Hose ist sogar komplett full von der Ancient City. In den letzten zwei, drei Folgen haben wir so eine richtig krasse Ancient City gefunden. So. Und ab morgen werden wir auch live sein dann. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und meine Freunde, ich würde sagen, das soll mit dem Video gewesen sein. Wir haben hier die Base ein bisschen weitergebaut. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst gerne positive Bewertung da. Abonniert den Kanal. Wir sind auf dem Weg zu den 3000 Abonnenten und vielleicht sogar bald zu den 10.000. Wäre sehr, sehr geil. Auf jeden Fall, Freunde, ich werde hier noch weiterbauen. Haut rein. Euer Zapkaiser.